Mein Name ist Marianne Juanot, ich bin Ergotherapeutin und ich habe die Kahilomi-Ausbildung beim Institut für ganzheitliche Lomi-Therapie gemacht. Was mich dazu motiviert hat, die Ausbildung bei Kahilomi zu buchen, war, dass ich schon immer in meiner therapeutischen Praxis als Ergotherapeutin das Gefühl hatte, dass es so Limitationen gibt in dem Ausmaß der Berührung, das möglich ist. Und ich hatte sehr viel von Stefan schon gehört. Er hat sein Ruf eilt ihm voraus. Und ich war da auch dann wirklich sehr froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Weil es ist tatsächlich so, dass Stefan ein Lehrer ist, der sehr gut den Raum halten kann, der für so eine Sicherheit auch sorgt und vor allem den Druck rausnimmt. Was ich also von mir kannte, auch von Prüfungssituationen oder Lehrgängen, ist dieses, oh mein Gott, ich muss mir das alles merken. Und es hatte eben was Fließendes, und was mich da besonders bewegt hat, war auch in so einem fließenden Kontext zu lernen und auch selber fließen zu dürfen. Was mich bei der Lomi-Ausbildung am meisten berührt hat, war die Tatsache, in der Gruppe zu sein und so einen wirklich sicheren Raum zu haben. Also dadurch hatte man die Möglichkeit, sich besser auch kennenzulernen, und es war so eine vielschichtige Sache. Also zum einen sich selbst kennenzulernen durch das viele Massieren, wenn man massiert wurde, die anderen kennenzulernen in so einer Nähe. Und was mich besonders berührt hat, war die Bedingungslosigkeit von Liebe, die so fühlbar wurde. Ja, und ich hatte eigentlich gar nicht so viele Erwartungen, aber was ich dann gefunden habe, war mehr als überwältigend. Welche Ergebnisse ich für mich bei dem Kurs erreicht habe, ist tatsächlich, dass ich in meiner Praxis jetzt noch andere dass ich noch anderes Handwerkszeug habe, mit dem ich wirklich sehr viel erreichen kann bei meinen Klientinnen. Und ja, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist wirklich so, dass die Lomi so ein Stück weit so eine Magie transportiert durch diese Berührung, die einfach im Alltag in der Form nicht stattfindet. Und es hatte sowas von so einer Erdung, von so einer kosmischen Komponente auch. Also auch dadurch, dass wir noch andere Elemente gelernt haben, wie die Quantenheilung beispielsweise. Und es war so ein Moment, wo vor allem, wenn man so medizinisch geprägt ist und wissenschaftlich, wo ich so gemerkt habe, wow, man kann mehr Magic einladen in seinen therapeutischen Alltag. Was ich besonders gut fand, war die Art, wie Stefan diesen Raum gehalten hat. So eine Mischung aus gesunder Abgrenzung und Nähe, so einen wertfreien Raum. Stefan hat eben diese Fähigkeit, Menschen genau da abzuholen, wo sie gerade stehen, und wertfrei. Also man hat sich da wirklich immer auch gesehen und begleitet gefühlt. Das ist was ich in der Form noch nie erlebt habe mit Kursleitern. Man merkt, dass er auch diverse Sachen an sich selbst schon transformiert hat. Er ist da so ein Vorreiter auch in dieser Körperarbeit. Also er lebt das wirklich, dieses Sich-Spüren. Er ist sehr mit sich verbunden. Diese Abwesenheit von Ego ist bei Stefan was ihn wirklich ausmacht. Und diese Empathie, die er auch mitbringt und wo man so merkt, er ist wirklich committed. Also er macht das, weil er dafür brennt. Er kann das auch wirklich weitergeben. Und er hat ja diese Gruppe so toll gehalten. Und egal, was auch aufgekommen ist an Prozessen, er konnte auch die Leute sehr gut begleiten. Ja, das fand ich sehr berührend und besonders.